In dem heutigen Video zeige ich euch nicht diese Pizza, sondern die artverwandte Pinsa. Was es damit auf sich hat und wie die funktioniert, erkläre ich euch hier in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich fange hier an, zwei verschiedene Teige. Unten ist die deutsche Variante, jetzt mit Weizenmehl. Und hinten habe ich die italienische Variante, allerdings mit Dinkelmehl. Und füge jetzt bei beiden Salz hinzu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video. Dann natürlich die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Das findet ihr nirgendwo, das gibt es tatsächlich nur bei mir. Und ein bisschen Wasser darf auch nicht fehlen. Eigentlich ist es total einfach und ich erkläre euch gleich nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen, die ihr tatsächlich wissen solltet. Der hintere Teig, der nach einem original italienischen Rezept ist, der wird jetzt durchgerührt. Ich habe tatsächlich viele italienische Videos angeschaut und es gibt tatsächlich ein spezielles Pinsamehl, das verlinke ich euch nochmal unten unter diesem Video. Ich nehme jetzt Dinkelmehl, weil die meisten von euch Dinkelmehl lieben und auch am liebsten damit backen. Ein bisschen Öl kommt noch hier mit hinzu, nachdem der Teig schon ein bisschen angeknetet wurde. Und er darf so circa 5 bis 8 Minuten in meiner Küchenmaschine, der Kenwood Cooking Chef, einmal durchkneten und wird dann zur Seite gestellt. Der andere Teig wird natürlich jetzt auch gleich weiter bearbeitet. Und es ist wirklich interessant. Ganz viele glauben, dass die Pinsa die Urpizza ist. Die ursprüngliche, seit 2000 Jahren. Da erzähle ich euch aber gleich was zu. Hier bei meinem vorderen Teig, was es viel in deutschen Videos und Blogs gibt, gebe ich jetzt noch ein bisschen Sojamehl und Reismehl hinzu. Tatsächlich besteht die Pinsa normalerweise, zumindest laut Wikipedia, aus verschiedenen Mehlen. Wie gesagt, in italienischen Videos und Blogs konnte ich jetzt nur eine Sorte Mehl finden. Meistens wird das Tipo Doppel-Null genommen oder dann halt, wie gesagt, das Pinsamehl. Wie gesagt, auch das noch einmal, ich verlinke es euch unten. Und auch hier bei meiner deutschen Variante, so nenne ich sie jetzt einfach, packe ich noch ein bisschen Olivenöl mit hinzu und lasse es nochmal durchkneten. Da ich jetzt hier Weizenmehl habe, lasse ich das wirklich 10 bis 15 Minuten in der Küchenmaschine drinne. Und ihr könnt sehen, die Teige unterscheiden sich schon jetzt und ich packe sie jetzt nochmal in meine Pyrex-Glasform, damit ihr vielleicht auch den Unterschied nochmal besser sehen könnt. Außerdem passen die zwei großen Schüsse noch nicht in den Kühlschrank, denn das ist das Besondere an der Pinsa. Die werden 2 Stunden bei Zimmertemperatur stehen gelassen und kommen danach für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank, besser noch 72 bis 100 Stunden. Das kann tatsächlich variieren. Und hier guckt mal die Konsistenz vorne recht fest und hinten sehr weich. Und tatsächlich ist es bei einer Pinsa so, dass die sich durch eine hohe Feuchtigkeit auszeichnet. 80%, bei der Pizza sind es 60%. Ich würde sagen, vorne ist es eher so ein Pizzateig, wie wir ihn kennen, und hinten schon eher die Pinsa. Nach 2 Stunden hat sich natürlich nichts getan. Das ist die natürliche Hefe, die braucht einfach länger. Trotzdem halte ich mich dran und gebe beide Teige jetzt einmal in den Kühlschrank hinein für mindestens 24 Stunden. Und dann können wir schon mal die Soße vorbereiten. Ich habe hier passierte Tomaten, 1 bis 2 Esslöffel Oregano, noch eine Zwiebel. Dann natürlich darf nie fehlen, ein bisschen Knoblauch. Ihr könnt eine große oder zwei kleine nehmen. Und hier Salz und Pulbiber. Pulbiber ist jetzt nicht typisch italienisch, aber ich verwende das tatsächlich lieber als Pfeffer zu Hause. Selbstverständlich könnt ihr das mit Pfeffer ersetzen. Dann habe ich hier einen Topf und reibe da jetzt meine Zwiebel hinein. Das müsst ihr nicht machen, ihr könnt das auch stückig lassen. Ich finde das in Soßen tatsächlich schöner, wenn es fein püriert ist. Dann natürlich noch der Knoblauch. Da passt auf eure Fingerchen auf. Alternativ könnt ihr das natürlich in der Gewürzmühle der Küchenmaschine auch mahlen. Das mache ich tatsächlich meistens, aber ich wollte das in dem Video richtig zeigen, deswegen mache ich das jetzt hier nochmal eben von Hand. Und schön vorsichtig, dass auch nur der Knoblauch hineingerieben wird. So, das Ganze geht jetzt hier rein. Und das Schöne ist, das Essen lässt sich ganz fantastisch vorbereiten. Hier jetzt schon mal der Oregano. Das mache ich gerne, wenn ich Soßen mache, dass ich diese festen Kräuter wie Thymian, Oregano und Rosmarin, Lorbeerblätter, dass ich die schon beim Anrösten mit hineingebe. Ich finde, das hat nochmal einen schöneren Geschmack. Dann Salz und Pulbiber in meinem Fall und das erhitze ich jetzt hier in meinem Topf, während ich noch allerlei andere Dinge mache.
Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese Variante schon kennt, die Pinsa, die angeblich ursprüngliche Pizza Italiens. So, 24 Stunden sind rum. Wir gucken mal, wie es den Teigen geht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe nachher noch einen kleinen Tipp für euch, wie ihr das mit dem Hefewasser macht, dass die tatsächlich genauso wird wie mit herkömmlicher Hefe. Aber wir machen erst einmal. Manchmal überrascht das Hefewasser ja auch. Mal gucken, ob es diesmal auch so ist. Dann habe ich hier ein doppelt gemahlenes Mehl. Das ist ein Weizengrieß. Und zwar ganz spezielles, direkt aus Italien. Das ist wirklich doppelt gemahlen. Das ist ganz griffig und das kann ich euch wirklich tatsächlich ans Herz legen. Ich verlinke es euch auch nochmal unten unter diesem Video. Ich bereite nämlich gerade schon ein anderes italienisches Brot vor. Das Pane di Altamura. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich habe es schon einmal original zubereitet. Es ist noch nicht so perfekt, wie ich es haben will. Deswegen werde ich dann noch ein bisschen schauen. Und das ist ganz angenehm, wenn ihr eine Pizza macht. Dann wird das nicht so mehlig. Ihr merkt, dass da was ist. Ihr könnt den Teig toll bearbeiten. Aber es hat nicht diesen Mehlgeschmack. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. So, ich falte jetzt hier meine Teigtaschen erstmal ein bisschen hin. Das heißt, aus dem original italienischen, nenne ich es jetzt mal, Teig mache ich 4 Pinsen und aus dem anderen später 6. Die heißen übrigens Pinsa, angelehnt an das italienische Wort Pinsere, was so viel wie zerdrücken heißt. Denn dadurch, dass der Teig eine hohe Feuchtigkeit hat, lässt es sich nicht ausrollen und wird deswegen zerdrückt. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt es und packt eure Patscherhändchen da so ein bisschen drauf. Die soll auch ruhig eckig bleiben. Ihr könnt sie natürlich auch rund formen, aber original wird es eher eckig gemacht. Und das Tolle ist an der Pinsa, ihr könnt sie wirklich für alles nehmen. Für was Süßes, für was Deftiges. Ich zeige es euch ganz klassisch mit Tomatensauce, Mozzarella und ein bisschen Basilikum oben drüber. Tatsächlich machen aber auch viele das süß. Mit ein bisschen Zucker oder vielleicht ein paar Feigen. Einige machen da auch ein bisschen Schinken drauf, Schmand. Also ganz unterschiedlich. Wir machen es ein bisschen original. So, die fertige Soße kommt jetzt auf hier 2 Pinsen schon mal drauf. Den Backofen heize ich richtig heiß vor, auf 250 Grad Ober- und Unterhitze. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, es gibt dieses Mythos, dass das die Urpizza ist. Das ist aber tatsächlich kompletter Quatsch. Das hat sich ein Unternehmer ausgedacht, hat sich die Pinsa Romana sogar registrieren lassen. Es ist keine Urpizza. Das war ein Marketing-Gag und er sagte, das stammt ursprünglich aus Rom und das ist ein ganz altes Rezept. Das war noch vor der Pizza da. Und das ist eigentlich, wie gesagt, eine Marketingaktion gewesen, damit er das besser verkaufen kann. Und das hat auch geklappt. Es gibt tatsächlich in Rom sehr viele Pinserien oder Pinseria, Einzahl. Und die laufen richtig gut und ganz viele sind sehr begeistert. Denn durch die lange Gehzeit ist die Pinsa sehr bekömmlich. Damit haben wir ja gar kein Problem, denn wir nutzen das tolle Hefewasser und damit haben wir nie Probleme mit dem Magen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier den Teig, die deutsche Variante. Tatsächlich, wie gesagt, in Wikipedia steht auch, dass eigentlich die Variante mit Reismehl und Sojamehl genommen wird. Teilweise mit Hefe, teilweise mit Sauerteig. Ich habe jetzt einfach mal eine Variante genommen, denn ich kann natürlich nicht 1000 Varianten jetzt hier nachbacken. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ihr das kennt, wie es euch schmecken wird. Und ich habe halt tatsächlich den Tipp hier schon mal vorab, das kann ich jetzt schon mal raushauen. Mit Hefewasser würde ich das entweder nicht in den Kühlschrank stellen, sondern komplett einen halben Tag gehen lassen, bis der Teig aufgeht und Blasen schlägt. Oder alternativ, ihr lasst ihn im Kühlschrank aufgehen, aber vielleicht eher so 2 bis 4 Tage. Mindestens, weil ansonsten schafft unser Hefewasser nicht, sich zu vermehren. So, auch hier bei der vermeintlich deutschen Variante jetzt nochmal die Tomatensauce. Bei mir haben immer so 2 Esslöffel gereicht. Ich habe insgesamt 10 Pinsen gemacht und die 500 Gramm passierte Tomatensauce hat dafür auch komplett gereicht. Wir mögen es aber auch ein bisschen ja, kräftiger von der Soße her. Ich mag das nicht, wenn das so dünn ist, das ist Geschmackssache. Und nach ein paar Minuten im heißen Ofen sieht diese Variante schon sehr gut aus. Das ist jetzt die mit Dinkelmehl. Beide, sowohl die auf dem Holzbrett und hier ist die Variante mit dem Sojamehl und dem Reismehl.
Beide Varianten fanden wir sehr lecker. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Eure Emma.